Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin Calvin Klein und das sind die Nachrichten. Kommt jetzt Wetter. Durch den Klimawandel kommt immer mehr. Hallo Jakob, vor mir sitzt Mutter Erde. Und es geht um 7,7 Milliarden. Und zwar mit folgender Frage. Utopia geht in die dritte Runde. Wann findet der Spenden-Livestream dieses Jahr statt? A. Am 24. Dezember. B. Am 30. September. Oder C. Gar nicht. A ist leider falsch. Das tut mir nun sehr leid um dich, liebe Erde. Vielleicht klappt's ja beim nächsten Mal. So war das nicht gemeint. Ach, verdammt, ich muss die anderen zusammenrufen. Utopia. Da bist du ja endlich. Die anderen sind auch schon da. Was ist passiert? Okay, Leute, ich brauche eure Hilfe. Regina, was willst du mit dem Ding da? Keine Ahnung. Ich habe gedacht, was Schlimmes ist passiert. Wir müssten jemanden verkloppen. Jakob, du musst nicht immer dieses Horn pusten. Du kannst doch einfach anrufen. Was ist denn los? Okay, wir haben ein Problem. Am 30. September ist Utopia. Aber gerade interessiert sich einfach niemand für unsere Umwelt. Ich meine, es passieren so viele schlimme Dinge, dass ich das Gefühl habe, wir haben vergessen, dass es da dieses große Problem gibt. Wir müssen irgendwas machen. Mach dir keine Sorgen, Jakob. Wir schaffen das. Was wir brauchen, ist so ein richtig fetter Trailer. So wie im Kino. Ja, so mit Feuer und Explosionen. Ja, Feuer! Okay. Also Feuer steht jetzt wirklich nicht für das Thema Nachhaltigkeit. Irgendwelche anderen Ideen? Also ich finde ja, am Anfang sollten wir so richtig eindrucksvolle Naturbilder zeigen, damit wir richtig verdeutlichen können, wie schön eigentlich unser Planet ist. Aha, ja, aber bitte die Schweizer Berge nicht vergessen, okay? Nee, das ist doch alles viel zu idyllisch. Wir sollten direkt Bilder zeigen, wie der Mensch die Erde zerstört. Ja, mit Feuer! Also, ich hab schon mal einen Film gedreht. Und der Trailer geht dann ungefähr so. Dramatische Musik. Revi, hilf mir mal ganz kurz. Genau so. Und eine Stimme würde dann sagen, unser wunderschöner Planet wird durch den Menschen und durch den Klimawandel immer weiter zerstört. Und Dampffeuer? Deswegen haben sich Creator zusammengetan, um etwas Gutes zu tun und Spenden zu sammeln. Für was sammeln wir eigentlich die Spenden? Du bekommst auch gar nichts mit, oder? Wir sammeln Spenden für den Schutz und die Auswilderung von Orang-Utans auf Borneo. Glaubst du etwa, der Typ im Affenkostüm hinten, der sitzt nur zum Spaß da, oder was? Okay, Leute, bitte Konzentration. Wir brauchen irgendeine Person, die diesen Trailer spricht. Unsere Heimat, die Erde, ist bedroht. Klimawandel, Umweltverschmutzung und immer mehr gegeneinander statt miteinander. Um das zu ändern, wurden Deutschlands erfolgreichste Creator zusammengetrommelt. Leider haben sie abgesagt. Dafür haben aber sie Zeit. Jakob Bouton. Ich bin gespannt. Alicia Joe, Jonas Ems, Jana Klar, Regina Hickst, Adito Toro, Revi Insight. Hallo! Und natürlich viele, viele mehr. 3 Jahre lang gehen sie bereits an ihre Grenzen. Und sind sich für nichts zu schade. Ihr Ziel? Aufmerksamkeit für das wichtigste Thema unserer Zeit. Ihre stärkste Waffe, die Community. Gemeinsam gelang es ihnen, im ersten Jahr über 100.000 Bäume zu pflanzen. Wir haben die 100.000. Wow, geil. Letztes Jahr fischten sie über 200.000 Kilogramm Müll aus Flüssen. Und dieses Jahr möchten sie Spenden für bedrohte Orang-Utans und ihre Heimat, den Regenwald, sammeln. Dafür ziehen sie am 30. September unter eine Kuppel und streamen 4 Tage lang nonstop live, also so wie Big Brother. Nur mit etwas mehr Niveau. Sei dabei, Utopia 2022. Wo sind denn alle? Na, wir sehen uns am 30.09.